und recht herzlich willkommen von der Hafenstraße. Nach dem letzten Wochenende im DFB-Pokal ging es wieder im Ligabetrieb weiter. Die Reserve von Borussia Mönchengladbach war am Samstag zu Gast. Für unseren Cheftrainer Sven Demant ist es eine besondere Partie gewesen, nachdem er insgesamt 7 Jahre lang als Gladbach-Trainer tätig war. Zuerst für die U19 und später für die U23. Die Spieler hatten mit tropischen Temperaturen zu kämpfen. Allein im Schatten waren es 33 Grad. Bei Rot-Weiß fehlte dieses Mal Philipp Zeiger, rot gesperrt, und auch Kevin Grund konnte nicht dabei sein. Er leidet derzeit an einer Knieverletzung. Dafür rückten Richard Weber und Tolga Krokosan in die Anfangsformation. Trotz der Freibad-Temperaturen kamen mehr als 6.100 Zuschauer ins Stadion, um unsere Mannschaft zu unterstützen. Gladbach hat die bessere Spielanlage und ist in der ersten Halbzeit überlegen. RWE kommt aber ab der 20. Minute zu den klareren Chancen. Hier hat Patrick Huckle Zeit zum Flanken. Macht das auch, und Marcel Platzek ist vollkommen blank. Da hat er sich gut bewegt, aber den Ball kann er nicht mehr richtig kontrollieren. RWE ist jetzt aber immerhin drin im Spiel. 5 Minuten später, es gibt Freistoß für Rot-Weiß. Eine Angelegenheit für Benjamin Bayer. Der bringt den Ball gefährlich rein. Da ist wieder Platzek mit dem Kopf und Tor. Aber nein, man sieht es in den Gesichtern von Löning und Co. Hier hat Schiedsrichter Niklas Dardenne eine Abseitsposition gesehen. Wirklich schade für diese Situation. Die Gladbacher sind jederzeit gefährlich. Es läuft die 33. Spielminute. Die Fohlenelf mit einem starken Angriff, und plötzlich taucht Kwame Yeboah frei vor dem Heimann auf. Aber den legt der Australier über den Kasten, und damit gehen beide Mannschaften mit dem 0:0 in die Halbzeitpause. Das Team von Trainer Sven Demant hat sich für die zweite Halbzeit einiges vorgenommen und wird noch zwingender. Die nächste Standardsituation geht dieses Mal über Benjamin Bayer, und der findet wieder einen Rot-Weißen, und nun ist es Brauer mit dem Kopf, aber das war hier nur ganz knapp. Unsere Fans spüren, dass hier etwas gehen kann, und peitschen die Mannschaft lautstark nach vorne. Ein langer Einwurf von Malura, fast wie mit dem Fuß hineingetreten. Gladbach kann hier nicht klären. Und da ist schon wieder Timo Brauer. Und der frühere Rot-Weiße Moritz Nikolas geht auf Nummer sicher. Faustet den Ball raus aus der Gefahrenzone. Es geht nun Schlag auf Schlag. Wir sehen den nächsten Freistoß für RWE. Wieder ist es Bayer. Wieder fliegt der Ball gefährlich vors Tor. Pfosten! Das war eine schwer berechenbare Flugkurve, aber das Ding will einfach nicht rein. In dieser Phase hätten sich unsere Rot-Weißen die Führung verdient. Unser Team bleibt aber dran. Der wachsame Brauer rauscht heran, hat viel Platz. Sieht Bayer und findet ihn auch, rübergelegt zu Frank Löning. Jetzt aber dann doch nicht. Der geht hier ganz knapp vorbei. Wir springen in die Schlussphase. Es sieht alles nach einem Unentschieden aus. Hier kommt es aber nochmal zu einem Zweikampf zwischen Windmüller und Yeboah. Unser Innenverteidiger behält die Überhand, aber was ist das denn? Dardenne entscheidet bei diesem Zweikampf tatsächlich auf Strafstoß. Das ist eine super harte Entscheidung. Es ist der Fohlenkapitän Oliver Stang höchstpersönlich, der die Verantwortung übernimmt. Und vom Punkt, da bleibt er eiskalt. Das ist natürlich jetzt richtig bitter für den RWE. So ein Elfmeter kurz vor Schluss. Natürlich wirft RWE alles nach vorne, aber das bietet den Gladbachern in der Nachspielzeit viel Platz. Und den nutzen sie auch zum Kontern. Der eingewechselte Pisano legt rüber. Der Ball landet bei Djibril Sow, und jetzt ist alles klar. Was für eine Schlussphase, die tut richtig weh. Eine unnötige Niederlage für unseren RWE. Unsere Rot-Weißen haben es aber auch in der starken Drangphase der zweiten Halbzeit verpasst, selber in Führung zu gehen, und das hat sich hinten raus gerecht. Die nächste Chance, es besser zu machen, ist am Freitagabend, denn dann geht es an der Hafenstraße gegen den SV Uldinghausen. Mit diesen Eindrücken verabschieden wir uns für den Moment nur der RWE.